vor 20 Jahren habe ich im Bereich Human Resources im schönen Düsseldorf angefangen. Japan-Viertel, mega cool. Ich reise sehr, sehr gerne. Und es gab viel zu lernen, aber das Beste mit Menschen zu tun zu haben, habe ich mich voll drauf gefreut. Und eines der ersten Aufträge, hey, es funktioniert, geil. Ne? Eines der ersten Aufträge war, im Lagerbereich Mitarbeiter zu finden. Das war jetzt nicht sonderlich schwierig. Eine Ausschreibung gemacht, kamen die ersten Bewerbungen. Und da war einer dabei, der Typ war der Hammer. Von A bis Z, mega Bewerbung, militärische Ausbildung, kaufmännische Ausbildung, Top-Noten. Mich hätte nicht gewundert, dem sein alter Ausbilder einen Liebesbrief der Bewerbung beigelegt hätte. So gut war der. Hammer-Typ, wirklich Hammer-Typ. Aber ich habe mich gefragt, warum will der im Lager arbeiten? Verstehe ich nicht. Alle Kollegen haben gesagt, Florian, schick den ins Lager. Sieht doch so aus, als wenn er arbeiten geht. Hast du deine Ruhe? Finde ich mich scheiße. Das ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Er muss mir vertrauen, ich ihm aber auch. Mehr Desinteresse kann ich ja gar nicht zeigen, ganz ehrlich. Ich habe den eingeladen, hat sich bestätigt, super Typ. Kleiner Spoiler, der hat den Job bekommen, weil er den brauchte.